althergebrachter Weise traditionell Häuser, Schuppen, Pavillons baut. Ein bisschen Luft, sieht da wieder mal nervös. Papier und Bleistift. Eine Zeichnung muss sein, egal was Eckhard Feldmann baut. Der Zimmerer und seine Mitarbeiter arbeiten nach traditioneller Art, mit moderner Hilfe. Vor 4 Jahren hat sich der gebürtige Kieler in dem 600 Seelendorf selbstständig gemacht. Heute in der Vorbereitung ein Pavillon. Die Balken sollen halten, ganz ohne Nägel. Wir machen das auf traditionelle Art und Weise, natürlich mit entsprechenden modernen Mitteln, aber haben dann hier den Zapfen. Das Zapfenloch wurde vom Kollegen gerade gestemmt. Ich zeige einfach mal, wie man sowas zusammenstecken würde. So, tatsächlich, das passt auch, ne? Ein Traum. Und gleich das nächste Zapfenloch. Bis der Pavillon fest steht, sind viele davon notwendig. Nicht die einzige Aufgabe heute. Die Tür müssen wir heute unbedingt noch fertig kriegen, diese Bretttür. Ja. Maße stehen hier drauf. Wie wir das machen, ist bekannt. Hier haben wir, ein paar Nägel dazu gepackt, unsere Brettnägel. Ich besorge noch beim Schmied die Beschläge. Heute Abend muss das Ding irgendwie unbedingt noch in die Tür wandern oder in das Türloch wandern. Auf dem Weg zum Schmied hält Feldmann noch bei Familie Lampersbach. Das Dach für den Anbau muss fertig werden. Moin. Eine Woche Arbeit steckt in dem Gebäude. Und unzählige Zapfenverbindungen aus Holz. Sogar das Dach wird so zusammengehalten. Ganz traditionell, wie viele der Werkzeuge des Zimmerers. Das ist eine schöne Gestellsäge. Kann man auch zusammen und auseinanderbauen. Hat man seit Jahrhunderten verwendet. Sehr geeignet für die Wanderschaft. Zusammengebaut. Prima zu transportieren. Was weiß ich. Vielleicht hat Bohlen Jupp Josef, der Mann von Maria, das Ding auch schon verwandelt. Da war ja auch Zimmerer. Ja, nun können wir ja gleich mal probieren, ob das Ding überhaupt funktioniert, was wir jetzt zusammengebaut haben. Funktioniert prima. Das Brett für den Giebel ist fertig. Der Schmied wartet. 1200 Grad sind notwendig, um das Eisen zu formen. Die Beschläge sollen später das Türblatt mit dem Rahmen verbinden. Mit dem Schmied aus Holmühle arbeitet Feldmann seit Jahren zusammen. Das ist super gut, dass sich immer, sag mal, junge Handwerker oder sich der traditionellen Arbeitsweisen bedienen. Denn erstens sind die unverwüstlich, halten ewig, sehen schick aus, bekommt man nicht im Baumarkt. Individuell angefertigt ist immer super gut. Mit den Beschlägen im Kofferraum zurück nach Ulsnitz. Ein guter Zimmerer muss auf der einen Seite körperlich gut zusammen, bei der anderen Seite ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft mitbringen. Räumliches Vorstellungsvermögen haben, weil er eben Konstruktionen baut. Wenn er Häuser um die Ecken baut, muss er sich vorstellen können, wie die Ecken eben zusammengehen. Ja, dann muss er Mathematik irgendwie, muss er nicht unbedingt seine schlechteste Note sein. Ja, das ist schon, wenn er sowas mitbringt, dann ist das schon viel. Viele Projekte auf einmal betreuen, das gehört auch dazu. Eckhard Feldmann hat sich in Ulsnitz ein niederdeutsches Bauernhaus gebaut, wie es sie schon vor 200 Jahren gab. Große Einfamilienhäuser, sonst eher die Ausnahme. Bei den Billiganbietern mit ihren Fertighäusern kann der Zimmerer nicht mithalten. Dabei ist ihm ein echtes Schmuckstück gelungen. Außen und innen Holz, dazu Naturbaustoffe wie Lehm und Hanf. Häuser wie dieses würde er in Zukunft gern öfter bauen. Wow.